es war nie irgendwie so, dass ich das Gefühl hatte, oh, das stimmt nicht. Aber wenn ich jetzt eigentlich darüber nachdenke, ich würde eigentlich gar niemanden sonst so begrüßen, außer meinen Vater. Es hat eigentlich gar kein anderer Mann, außer mein Mann oder eben mein Vater, der nicht mehr lebt, hätte irgendwie das Recht, mich einfach so auf den Mund zu küssen. Und wenn ich mir vorstelle, dass es mein Arbeitgeber ist, ist das schon sehr, sehr seltsam. Es gab es auch einen Kommentar über meine Beine oder mal, wie ich sexy bin oder mal ein Blick zu viel auf meinen Busen oder mein Dekolleté oder damals, als ich die Venus gesungen habe im Tannhäuser, hatte ich ja irgendwie einen Ausschnitt von meinem Kleid bis zum Bauchnabel. Da gab es auch einen Kuss auf den Brustansatz, sag ich jetzt mal. Wie hast du das in dem Moment empfunden? Warst du überrumpelt Ja, ich war oder? ein bisschen überrumpelt, ja. Ich war schon überrumpelt. Und hast dann wahrscheinlich nicht reagiert? Ich habe nicht reagiert, nein. Ja. Ich bin aber auch nicht hin und habe einfach gesagt, ja, bitte hier. Ja. Also, das ist nicht so. Also im Nachhinein und jetzt wirklich als Außenstehende und von außen betrachtet, finde ich das eigentlich gar nicht gut. Ich finde es sehr ungut. Das darf einfach nicht sein. Diese Mischung auch von komm mal her und ich hau dir gleich eins runter. Also hat er natürlich nicht gemacht bei mir, aber komm mal her und dann diese strenge, unglaubliche Strenge und diese zum Teil ja gemeine Art, das hat einen schon wirklich sehr beschäftigt und verwirrt. Das war sehr schwierig. Dann wurde er sehr laut und sehr ungeduldig und hat einen dann natürlich schon so angeschrien. Was sagt er da zum Beispiel? Ja, geh, mach halt deinen Schritt nach links oder geh jetzt mal 3 Schritte nach vorn. Ist das denn so schwierig? So ungefähr. Und wie reagierst du da? Ja, man ist ja einfach konsterniert, weil nachher steht man da und dann hat man eigentlich Angst, diesen Schritt dann zu machen, weil man Angst hat, der Schritt geht in die falsche Richtung. Und wenn man wieder was falsch macht, dann kommt noch ein Gebrüll. Dann kommt noch ein Gebrüll, genau. Und das kann gut sein, dass man dann in Tränen ausbricht. Hast du das selbst erlebt Ja, oder sicher. du bist auch in Tränen Ja, ausgebrochen? sicher. Man ist nie frei. Also man ist wirklich nicht frei und auch nicht angstfrei, dass jetzt irgendwie eine Beschimpfung kommt oder eine, ja, vielleicht beleidigende Bemerkung. Ich finde es sehr, sehr schwierig, wenn Menschen unterdrückt werden in irgendeiner Form, wenn sie Übergriffe erdulden müssen in irgendeiner Form, das spricht jede Berufssparte an, das spricht jede Art von Beziehung an. Das finde ich sehr, sehr schwierig und ich möchte gerne für solche Leute einstehen, möchte ihnen Kraft geben können, natürlich auch mit diesen ganz wenigen Möglichkeiten, die ich habe. Wie ist das, wenn man heute ein Kleidungsstück kauft, ein Pelzmantel oder irgendein Kleidungsstück kauft, wo man weiß, da haben andere gelitten, als sie das produzierten. Da haben von mir aus auch Tiere gelitten. Da haben Menschen gelitten und wurden nicht gut behandelt. Wie kann man dieses Kleidungsstück kaufen? Wie kann man es mit Freude tragen? Wie kann man sich eine Karte kaufen für die Tiroler Festspiele, wenn solche Dinge im Raum stehen? Ich weiß es nicht. Also das heißt, man müsste total alles negieren und abschotten. Und das wäre eigentlich meine Botschaft, sich darauf zu besinnen, was das Menschenrecht ist. Und da wird es halt eben einfach sehr politisch. Und ich finde das ganz wichtig in allem, was man tut. Und ich wünschte mir das, dass das Publikum frei entscheiden kann, wirklich frei, ob sie das gut finden, ob sie dahinter stehen können. Auch dann sage ich, it's your choice. Also das muss jeder für sich selber wissen. Aber man muss sich einfach mal ein paar Gedanken darüber machen,
was er damit unterstützt und zu was er ja sagt. Mona Somm, das war ein würdiges Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, dass du dich vor diese Kamera gesetzt hast. Ich glaube, du hast sehr viel Wichtiges sagen können. Vielen Dank, Mona Somm. Sehr gerne.